Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute erkläre ich dir das halbschriftliche Subtrahieren. Wir beginnen mit einer einfachen Aufgabe. 127 minus 43. Zunächst unterstreichen wir die Aufgabe. Und nun schreiben wir die erste Zahl wieder hin und rechnen diese minus den Zehner. Und das sind in diesem Fall 40. 127 minus 40 sind 87. Mit dem Ergebnis beginne ich jetzt die zweite Zeile. Und da ich die 40 schon verbraucht habe, habe ich jetzt nur noch die 3. Und die schreibe ich dann hier hin. Ich rechne also minus den Einer. Und 87 minus 3 sind 84. Das Ergebnis wird zweimal mit dem Lineal unterstrichen. Und auch hier oben eingetragen. Das halbschriftliche Subtrahieren funktioniert auch mit größeren Zahlen. 1234 minus 123. Wieder unterstreiche ich die Aufgabe. Und wieder schreibe ich die erste Zahl auf. Und da ich diesmal einen Hunderter habe, beginne ich auch mit dem Hunderter. 1234 minus 100 sind 1134. Die zweite Zeile beginne ich mit dem Ergebnis der ersten Zeile. Also 1134. Nun bin ich mit den Hundertern fertig. Jetzt kommen die Zehner. Davon habe ich 2, also 20. Und nun rechne ich 1134 minus 20, also 1114. Die dritte Zeile beginne ich wieder mit dem Ergebnis der zweiten Zeile. Also 1114 minus, und jetzt habe ich nur noch den Einer. Also 1114 minus 3 sind 1111. Das Ergebnis wird zweimal unterstrichen. Und auch hier oben eingetragen. So, das war's.